Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Video von Last Epoch. Ich bin ein bisschen weiter mit einem neuen Bild und ja, dann möchte ich gerne euch ja, vorstellen. Es ist ein Bienenbild, also es gibt ja die Bienen von den Handschuhen, von den Idolen und auch noch von anderen Sachen, zum Beispiel diesem einen Beehive-Unique. Und ja, die sollten eigentlich sehr gut werden mit diesem Unique. Und das werden wir ausprobieren. Das Unique habe ich gefarmt. Jo. Ah ja, ich muss nicht ins Templar Sanctum, das muss ich noch nicht machen. Würde das gerne machen, aber wir gehen jetzt mal kurz zuerst hier testen. Stimmt. So. Ja. Ich bin in Akt 7, Level 45 und ja, meine Skillung. Sieht so aus, hier habe ich schon mal auf die Wildcalling gemacht. Das ist scheinbar sehr gut zum Leveln. Unbedingt auch mal verwenden. Hier leider nicht wegen der Abgangszeiten, sonst kommen weniger Bienen aus. Und hier einfach die zwei mehr Wolf-Nots. Also hier Companion-Limit nur. Und hier plus ein Wolf. Und dann auf Bluten. Hier habe ich einfach mal kurz noch die Dinge gemacht, die Vines, also die Ranken. Und hier natürlich auf Autocast und das Schild, die Barriere, genau, die Dornenbarriere. So, ja, und ich mag Bienen. Irgendwie sind wir dir wirklich ziemlich gut eben schon vorgekommen. Kann ich da noch nicht rein? Weil ich da schon war. So ein Mist. Bisschen verwirrend. Liebe Entwickler, ihr macht manchmal Sachen. Muss ich da noch irgendwas machen? Kann ich das da noch gar nicht zeigen? Nicht mehr? Ja. Ist ein bisschen blöd. Den habe ich nämlich geholt schon. Und jetzt ist er weg, der Waypoint. Ja, wie ist er locket? Ich war ja fertig. Temple of Herod habe ich schon gemacht. Okay, irgendwie ist das ein bisschen problematisch. Gehen wir einfach hier weiter. Ah, ich war noch nicht fertig. Okay, sorry, liebes Spiel, ich war noch nicht fertig. Ich mag Bienen. Ja, es ist ein bisschen komplexer. Bisschen unfair. Nein. Okay, habt ihr. Tschüsschen. So, die Bienen hier. Ja. Jo, hier haben wir jo, ein paar Kisten, aber die hole ich jetzt nicht. Wir machen vorwärts. Hier geht es auch nicht durch. Also links gibt es zwei Kisten. Hier gibt es eine Abkürzung. Nein, nicht eine Abkürzung. Jo, ich möchte gerne die Monolithen zeigen. Das zeige ich einfach dann danach. Wir sind ja gleich fertig. Aber scheinbar ging es vorher und jetzt ging es nicht mehr, dass ich nicht mehr reinkomme. Wurde resettet oder so. Ich weiß es nicht. Aber die Entwickler haben da manchmal so Probleme mit den Teleports und so. Und mit den richtigen ja, Erläuterungen. Dann ist das freigespielt und dann das. Da ist man als Gelegenheitszocker natürlich ein bisschen verwirrt. Ja. Super, weg. Die machen recht viel Schaden dann in Monolithen, da habe ich immer ein bisschen Respekt auch in der Kampagne. Aber ja, wir sind noch nicht so tanky. Eher squishy. So, wunderbar. Jo, der Bild spielt sich schon sehr gut, aber natürlich erst sehr stark am Anfang, also wir haben am Anfang über 70. Ich weiß nicht, ob er gut Endgame möglich ist. Der Bild wurde veröffentlicht und es wurde einfach gar nichts mehr weiter getestet. Aber ja, ist jetzt momentan einfach auf Eis gelegt, scheinbar vom Entwickler. Ich tue ihn mal besser testen. Vor allem dann auch mit größeren Legendary Exalted Items und so Sachen. Einfach mal testen, weil es macht so viel Spaß und stark ist er auch. Jo. Lee und Minion Damage ist jetzt nicht so wichtig.
Ich habe ein Bild, den möchte ich gerne in den Livestreams machen. Und ich zeige dann Endgame-Content mit dem. Es ist ein Shuriken-Bild, am Ende fehlen mir wirklich wichtige Units noch. Die muss ich zuerst erfahren mit diesem Bild. Oder mit dem einen Volcanic Orb-Bild, genau. So, gehen wir doch mal gleich weiter. Hier können wir auch kurz leveln. Ja, also der Bild ist wirklich schwach gestartet, wenn man noch keine guten Unix hat und so. Diesen einen, der Claw, musste ich auch zuerst finden, um genügend Wölfe, also starke Wölfe zu haben und starke Bienen. Da gibt es noch einen guten Bonus dazu. So, wenn wir diesen einen, genau der macht, ausweichen, kommt viel Schaden von dem. So, und Dornenbarien machen. Dass der auch ein bisschen schneller lernen. Also, ja, macht gar nicht mehr so viel Schaden. Wie beim Sorcerer. So. Oder hat uns nicht gut getroffen. Okay. Tut mir leid für die Stimme, die ist ein bisschen kratzig. Ich bin ein bisschen erkältet. Also Asthma. Aber, sollte dann gleich gut sein. Jo. Ist so ein bisschen... man muss gut positioniert sein und man muss für den Nahkampf. Und das wird dann später nicht mehr nötig sein. Dann hat man immer diese Spriggenform mit einem Amulett und mit einem Ring zusammen. Schauen wir, wie die Defensive wird sein. Aber jo, wir haben ja noch Aspect of the Boar. Endrams haben wir und wir haben noch einen Note, wo uns Damage Reduction gibt im Nahkampf und irgendwie so ein Endgame Note, also am weitesten oben beim Beastmaster gibt es auch noch so eine Note. Dann nehmen die Resistenzen halt über die Items oder über die Dole. Ja. Eternal Blessing zum Heilen. Dann noch den. Wie heißt der? Mal kurz schauen. Maelstrom, genau. Schwieriges Wort. Der noch schützend, heilend und Autocast irgendwie. Noch Eternal Blessing, glaube ich, oder so. Und dann haben wir noch. Ja, dann so mit den Minions hat noch der Schutz. Sollte so, ja, auf tanky sein, wenn nicht mehr. Nicht ganz super tanky, aber genügend. So, schönes Bild. Wow. Gut, jetzt kommt er mit. Hier hat sich sehr viel verändert. Das ist so wunderschön gemacht jetzt. Da haben sie wirklich sehr viel Talent bewiesen. Ja, und langsam werden meine Minions auch genug stark, damit sie nicht immer so große Attacken ausführen können, diese Enemies. Das ist natürlich auch ein bisschen wichtig. Also, wenn man die Minions, die Enemies auch zuerst töten kann, machen sie nicht so. Diese mega Schadensangriffe. Einmal bin ich gestorben, das war, glaube ich, von einer mega Menge in diesen Baal-Clerics vor dem Etheria-Tempel, vor dem anderen Tempel, vor dem ersten Etheria-Tempel in der Zukunft. Und, jo, ich war AFK, ich war kurz abgelenkt durch das Handy. Immer diese Handys, immer böse.
töten uns in Spielen grausam und lenken ab vom PC. Schaltet die Handys während dem Zocken ab. Ein guter Rat von einem sehr Suchtigen. Und schneller gedauert. Earthquake, sehr gut. Oh, Lebensrüstung. So, hier mache ich noch Global Stacks. Noch mehr Area. Ah nein, hier, genau. Gut, Tode Melee Damage on Hit. Nein, kann ich nicht mehr rein tun. Ja, ich will noch ein bisschen schocken, die Gegner, damit sie noch mehr Damage bekommen. Nein, er wird zu spät eingesetzt. So, sehr wichtig. Aber es sind falsche. Ach komm. Weg damit. Nicht immer andere anlocken, bitte, liebe. Ja, das sind irgendwie falsche Klassen. Idole. Ja, ein bisschen ist schon praktisch. Ich bin ja noch nicht so weit, ich kann das noch gebrauchen. Aber das sind echt viele von diesen. Zauber oder größere Eiselementare. Okay. Nieder mit diesen bösen Kreaturen. Ja. Gut. Oh, ganz viele Bällchen. Die Mini-Bällchen, die ganz groß sind. Und da kommen nicht viele Gegner. Alle Entwickler, ein bisschen weniger Gegner, dann kann man auch ein bisschen schneller durchraschen. Ja, und ein Film geht auch schon ziemlich. Irgendwie ist der angeflogen gewesen, der vorherige. Also derjenige, der zuerst angegriffen hat. Ist das auch Cold Damage? Wahrscheinlich doch ein Item oder so. Aber ja, auch Blitz gemacht. Also, ich weiß jetzt nicht genau. Ich weiß ja nicht, ich mag den Avalanche nicht so. Der killt mich immer so ein. Ja, killt mich immer. Er macht einfach viel Schaden. Killen tut er eigentlich gar nicht. Dafür ist er zu langsam. Oh, die kann man auch besiegen. Cool. So, dann tun wir gleich noch kurz killen. Ich tue jetzt nochmal Schaden, Mann. Oh, Saberduft. Wieso ist er jetzt nur noch im Endgame? Es gibt nämlich ein guter Bild daraus, aber er wurde noch nicht so öffentlich gemacht. Vielleicht wurde er gar noch nicht. Was kann ich machen? Ich habe so viel Eisresistenzen. Verdammt mal, Entwickler. Ihr dummen Leute, ey. So schnell angreifen und dann nicht fliehen können. Dankeschön. Ja, was soll ich denn tun? Ich kann ihn immer ausweichen. Das mal so. Wird man ganz wütend. Balancing ist das nicht, liebe Entwickler. Das ist purer Hohn. Kriegt ihr eins auf die Mütze von einem anderen Game Designer, der besser Games designen kann. Gut, meine Wut rausgelassen. Nicht ernst nehmen natürlich. So. Crit. Sehr wichtig. Ah, nicht vergessen. Befreien. Freyan. Kennt ihr Freyan? Genau, das ist ja Göttin. Liebe. We have the lance, which means I must return.
Kennt ihr euch aus mit der nordischen Mythologie? Könnt ihr mir sagen, was Freya dem heißt? Die würde ich gerne als als Göttin haben. Die sieht immer so, sexy aus. So, wir haben hier noch restliche. Ja, die Cold Resistance hätte ich vor dem Tod ausrüsten sollen. Kann ich jetzt direkt dorthin? Ich mache noch kurz das. Aber nur durchrennen. Nur durchhüpfen. Sehr schön. Ja, also das Spiel macht immer noch unglaublichen Spaß. Es ist wirklich sehr gut gemacht für auch ein erstes Spiel von den Entwicklern Element Orms. Und es ist mein Lieblings-Hack'n'Slay. Aber manchmal einfach das Balancing und die Technik so hinter den Portalen und alles mögliche kann noch besser werden. Das müssen die Entwickler priorisieren und halt endlich mal den Falcon hier bringen. Den brauche ich. Dann werde ich sowas von suchten. Ich liebe Falcon. Ich hatte ja in meiner Nähe von meinem alten Haus in einer Scheune immer kleine Falken. Und natürlich zwei große Menschen Weibchen. Die waren so, also das waren Mauer. Falken. Ja. Das heißen Mauerfalken, also die schnellsten da. So, hier muss ich nicht mehr zurücklaufen. Ah, jetzt können wir noch kurz. Ja. Sehr gut. Ich werde hier noch die Kampagne fertig machen. Und im nächsten Part eventuell. Also, erst im übernächsten. Ach komm schon, diese dumme Part dann wirklich. Ready zu sein für die Dungeons. Dungeons machen und. Vielleicht schon die Arena machen ein bisschen. Jo. Und natürlich corrupten diese Monolithen hier. Wir werden aber zuerst einmal bis zu Age of Winter gehen und dort die Unix Farm auch mit Corruption, also dort mal Corruption machen, wenn wir schaffen. Sonst mache ich auch einen anderen Beet für Age of Winters, dass ihr das nicht sehen müsst. So. Es kann jetzt noch ein bisschen schwer sein. Machen wir es mal ein bisschen zu früh. Also mach das am besten nach der Kampagne einfach. Ich mache es immer gerne so schnell wie möglich, damit ich schneller levele. Wenn ich das nicht braucht, also in der Nähe wäre ein bisschen unterlevelt seid oder ein bisschen ja, einfach durchmarschieren wollt, lieber die Kampagne zuerst mal. Okay, doch ein bisschen zwei gewesen. Achtung, schwerer Angriff. Ja, das Ding. Der Lootfeder ist ein bisschen schwach eingestellt von Last Epoch 2. Da könnt ihr immer die Lootfeder von den Beats holen. Ich kann gleich noch kurz zum Abschluss zeigen. Hier oder wo ihr den Bait findet. Oder ich mach's in die Kommentare. Genau, dieses. Genau. Also die großen, die muss ich jetzt noch nicht so besiegen, denke ich. Die dauern noch ein bisschen zu lange. Komm. Das sind recht viele. Ja.
Damage. Vor allem diese Schnelligkeit. Jetzt bin wir auch schnell. Wir sind schneller. Drei Stück kommen auf mich zu. Ne? Okay, die laufen scheinbar. Ja, Patrouilling. Also, Watches. Ja, wir sind noch ein bisschen sehr natürlich. Aber doch gut, erledigt. Erlege die Gnöde. Erledigt Bar. Diese Bars. Sie sind wunderbar. Später. Morgen. Wie geht er denn sagen? Leute, die immer später sagen, haben morgen ihren großen Tag oder so. Das weiß ich nicht genau. Das habe ich gestern gelesen. Und jetzt kommt es mir einfach wieder in den Sinn, aber nicht vollständig. Oder später. Die Leute, die es verschieben haben, morgen viel zu tun. Das reimt sich an. Auf jeden Fall. Irgendwie lustig. Diese Kampagne verschieben zum Beispiel. Ist immer lustig, weil. Ja. Sollte nicht unbedingt sehr wichtig sein, die Kampagne durchzuspielen. Finde ich. Weil das ist jetzt wirklich nicht gerade sehr interessant zum 100. Mal. Beim ersten Mal wirklich tiptop. Die Entwickler wollen halt auch immer ständig ihr ja, Spiel durchgespielt und sehr lange machen, die Dropchancen immer sehr, sehr gering machen. Ja, ist klar. Ist nicht jeder Mensch-Socker, zum Beispiel ich als Gelegenheitssocker hier nicht. Ich habe ein bisschen ein Problem. Wir sind noch zu stark in diesem Level. Immer das erste Level, das man bekommt, ist immer am schwierigsten. Ohne die Bonis, also nur wegen den Gegnern. Immer am schwierigsten, als würde das Spiel irgendwie so einen internen Speicher haben. Man sagt, ja, du hast jetzt gerade noch nichts gemacht, also hast du das Schwierigste. Du Noob, du. Am Absatz sehr noch. Jetzt nicht gedacht, wir machen auch zu wenig Damage. Jo, freut mich aber, dass ich ein bisschen schwieriger habe. So, diese Resistenz per Transformer ist ja wirklich mega genial. Aber ob ich das jetzt irgendwie ausrüsten kann mit diesem Beet, ich bin ja ständig im transformierten Status dann später. Ja, muss ich schon. Muss ich schon. Ich muss das so lösen. So. So killt man viel schneller mit ihm. Das ist sehr gut. Das mit dem Spriggen. Ohne Skillung. Ja. Geht klar, ne? Aber die Würfe überleben sie. Oh Gott. Ich muss raus. Geht mal weg hier. Ich glaube, ich muss da. Jo, das war ein neuer Gameplay-Part. Ich bin jetzt wirklich froh, dass ich das überlebt habe. Und jo, der Beat geht weiter. Und wenn ihr einen guten Beat oder so habt, oder einen guten Beat haben wollt, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Jo, ich freue mich auf ein nächstes, weiteres Video. Schaut zu, wenn ihr Lust habt. Und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Tschüss.